Sportfreunde und willkommen zur 18. Folge von FIFA 17 The Journey mit Alex Hunter. Ja, wir starten endlich wieder mit Alex Hunter rein in die Karriere. Bei Aston Villa sind wir ausgeliehen. Wir müssen ein bisschen effektiver jetzt werden hier. Ihr steht in der Startelf, so wie es aussieht, immer noch. Was ich auch noch sagen will, ist, ab der 10. Folge werde ich vielleicht mal mit Facecam machen. Wenn ihr das haben wollt, vergewaltigt einfach mal den Like-Button. Vergewaltigt ihn einfach, wenn ihr das haben wollt. Ab der 10. Folge wird es dann so ein kleines Special geben, eine Folge mit Facecam. Und was ich auch noch sagen will, ist, dass vielleicht, wenn wir die Journey durch haben, jetzt sicher eine kleine Serie in Ultimate Team kommen wird über Alex Hunter und noch einem zweiten Spieler. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir starten rein mit unserem allerersten Training in dieser Folge. Gentlemen, hello. Today we train as hard as we do every other day. Commitment, passione, this is what I want to see. Das will er sehen. Das wird er auch sehen. Ja, hier oben gerade gesehen habt, wir sind noch in der Startelf. Und ja, wenn es euch so gefällt, wie ich das mache, mit immer ein bisschen Trainingsmusik in dem Hintergrund, oder wenn Alex Hunter ein Tor schießt, dass ich dann immer, wenn Alex Hunter ab jetzt nur noch ein Tor schießt, dass ich da immer so Musik runterlege, ja, einfach mal so ein bisschen mehr Emotionen reinzubringen. Ja, das werde ich jetzt immer machen, also wir starten rein mit enger Ballführung. Wie schon gesagt, allererster Versuch werden wir mal nehmen. Ja, enge Ballführung. Wir machen einen auf Ronaldo. Zack, bang, enge Ballführung ist da. Erstmal die Stangen mitnehmen, mache ich super. Wie immer halt, ne? Ja, ja. Ich nehme auch immer meine Gegenspieler so mit, ja. Auch in Real Life immer so, ja. Ich laufe immer gegen die so, weil es einfach Spaß macht, gegen Gegenspieler zu laufen. Und Alter, haben wir den Außenriss, ist er drin? Exzellente Leistung. Ist auch nur eine Bronze-Herausforderung. Beziehungsweise eine Bronze-Trainingseinheit. Und wir haben hier immer noch sozusagen enge Ballführung, jetzt nur ein Dribblingsparcours. Keine Ahnung, warum es ein Dribblingsparcours ist. Ich glaube, weil wir einfach hier an den Gegenspieler vorbei müssen oder was? Nee, die stehen nur dumm rum. Hier auch wieder so vorbei. Oh, da ist mal. Halt, kurz zurück. So, das holen wir auch noch mit. Dann machen wir das jetzt. Oh. Alter, ich bin heute zu hektisch. So wie es aussieht. Aber es sollte man nicht hinkriegen. Ja, es ist nicht so brutal schwer. Okay, wir müssen gegen ihn laufen. Das ist dann. Ah, schade. Nicht ganz hinbekommen, aber trotzdem ordentliche Leistung mit einem B. Ja, wir haben das A, B, es wird nur noch das C. Und dann haben wir A, B, C. Das wäre so lustig. Meine Güte, bin ich lustig. Ich rate jetzt einfach mal, dass wir jetzt einen Spieltag haben. Schauen wir, ob ich richtig liege. Nein, immer noch nicht. Es ist wieder Trainingseinheit über Trainingseinheiten. Also läuft weiter die Trainingsmusik. Fleiß und Fokus, das zeige ich dir jetzt, was Fleiß und Fokus ist. Und das in Schussgenauigkeit und Lupfer. In Schussgenauigkeit und Lupfer, komm, die zack. Wunderschöne Strahlschüsse hier. So, unten links oder oben rechts ins Eck. Auch wieder nicht komplett richtig. Und jetzt wieder drüber. Ja, da muss man vielleicht mal. Ui. Der linke. Da. Und wieder an die Latte. Alter, was ist denn das jetzt hier? So. So geht das doch. So, und nochmal. Okay. Der geht doch, der geht. So gut. Der auch. Schau mal, ob ich einen richtig guten jetzt noch hinkriege.
in den letzten paar Sekunden. So, hier, so, zack. So, noch einmal, nein, nur ein B, okay. Dann müssen wir es halt im Lupfen rausreißen. Ja, Torwart, komm. Zack. Bamala. Lupfen kann ich. Das ist nicht das Schwierigkeit, was ich habe eigentlich. Lupfen im bin ich jetzt normal so Online-Spieler oder sowas und der Torwart, ich merke das manchmal gar nicht mehr, dass der Torwart so rauskommt irgendwie. Aber wenn es jetzt hier in so einem Training dann halt Lupfen ist, dann natürlich merkt man das natürlich noch. Aber okay, der war krank daneben. Ah, der nicht. Ja, war gut. Geht aber auch besser vom Alex. Exzellent, ja. Trotzdem exzellent, obwohl wir nicht alle getroffen haben. War das genügend Fleiß und Fokus im Training oder war es zu wenig? Das ist die große Frage. Dürfen wir heute ein Spiel machen? Nein, dürfen wir nicht. Erstmal Skillpunkte verteilen. Das machen wir heute, weil ich finde es irgendwie schade, dass keiner in die Kommentare irgendwas schreibt. Ja, aber wir gehen jetzt halt in den Antritt. Wir brauchen ein bisschen mehr Antritt. Ja, aber jetzt halt gibt's ein Spiel gegen Brington. Neunter gegen Dritter. Starten wir rein. Auf geht's. Startelf. Katakomben sind am Start. Wir laufen rein. Auf geht's. Hoffentlich erwartet uns ein geiles Spiel. Hoffentlich. Ja, in der EFL Championship haben sie noch nicht eingeführt. Die Layouts, die sind, glaube ich, wirklich nur in der Premier League dann. In der Premier League zeige ich dann wirklich den Einlauf komplett. Jetzt hätte ich sagen, wir starten rein. Ohne die Layouts ist es nicht so spannend. Green, ja, Williams. Williams! 1-0. Williams. Nice gemacht. Ja. Ich laufe da mal ein bisschen Wirrwarr im Strafraum rum, ziehe da einen weg. Der, was sich da mehr auf mich konzentriert. Und dann ist der Ball drin. So muss es doch sein hier, ey. Mit dem Danny Williams. Eine gute Ecke. Von Norwood. Nee. Hui. War doch nicht so schlecht. Und Hunter. Ha? Okay. Ich weiß nicht, ob man das nach hinten legt. Aber nein. Naja. Jetzt ein Hunter. Hunter! Hunter! Hey! Erstmal gut abgeblockt vom gegnerischen Innenverteidiger. Und dann. Der Keeper ist da! Mit seiner Pranken. Okay, das war's. Noch nicht. Doch! Es war's! Das war's mit dem Spiel. Wir gewinnen! 1-0! Durch Williams. Ja, wir hatten unsere Chancen. Haben sie aber nicht genutzt. Also Alexander meine ich damit natürlich. Aber ja, wir haben nur positive Bemerkungen. Wir hatten einen guten Zweikampf, gut, perfektes Timing, gute Passspiele, haben guten Raum gesehen. Einfach haben gute Pässe gespielt. Sagen wir es einfach so. Als Stürmer ist auch nicht schlecht. Team nailed it out there today. Ah, oh, save the sound bites for the reporters, mate. I'm off to celebrate. Who's with me? Aber der Williams wird immer sympathischer. So ein bisschen, ja.
Naja, was, wie heißt es immer so schön? Aus Feinden werden Freunde. Gibt's ja oft so. Ja, das gibt's oft im Fußball, aber auch im realen Leben. Ja, eine 67er Gesamtwertung ist nicht schlecht. Machen wir weiter. Wir sind wieder im Hotel angekommen. Eher gesagt, in unserer Pension. Sind Zweiter hinter Chef Weed. Oder wie auch immer die Mannschaft heißt. Wie heißen sie denn? Sheffield Wednesday. Meine Güte. Warum heißen die Mittwoch? Wednesday ist Mittwoch, ne? Mein Englisch ist echt scheiße. Ja. Und deshalb werden wir Standards trainieren. For this club, our goal is to rise to the next level of a competition. So we must train our hardest every day. Andiamo. Andiamo. Nee, tiamo. Eieieiei, bin ich wieder lustig. Freistoßgrundlagen und fortgeschrittene Freistöße. Okay, das beides. Wieder am ersten Versuch. Schauen wir, wie wir da klarkommen. Wie sollen wir hier schon klarkommen? Das sind einfach Freistöße schießen, so ein bisschen. Ja. Sollte ganz ordentlich gehen. Auch wenn Alexander nur ein 26er Freistoßpräzision hat. Aber trotzdem. Man merkt es aber auch, dass er nicht so einen starken Freistoßwert hat, der Alex. Ich probiere sie einfach immer nur aufs Tor gerade zu bringen. Ja, dann gehen wir ein bisschen rüber. Ne, wir treffen immer noch nicht die Scheibe, schade. So, gehen wir mal hier so und zack. Jetzt haben wir mal. Ah, wir gehen immer knapper. Wir gehen immer näher an die Scheiben dran. So, mal probieren wir es mal so. Mal da so an die Scheibe kommen. Ja, natürlich. Wie auch sonst. So, jetzt können wir einfach nur noch schießen. Ah, komm, wir probieren jetzt einen Lattentreffer, okay? Wir probieren jetzt einfach mal so einen schönen kleinen Lattentreffer. Geht nicht. Herr Gaucho ist nicht stolz auf uns. Herr Gaucho wird nicht stolz auf uns sein. Erst recht, wenn wir treffen. Ah, nee, der ist zu fest. Denk mir so, der ist zu fest. Nein, der war zu leicht. Jetzt aber. Nee. Wir treffen einfach die Latte nicht. Egal, ist doch gut. Wird es jetzt schwieriger? Nur weil jetzt ein Torwart im Tor steht? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher mal nicht. Ich glaube eher mal nicht, ne? Ja, wie gesagt, ich glaube einfach mal nicht so dran, dass es wirklich viel schwieriger wird. Außer die Mauer wird kleiner. Was war das nochmal? Ah ne, das da, okay. So, so und bomb. Ah, da war ich ein bisschen zu übereifer. Hat man auch. Ah, El Gaucho ist jetzt stolz. Jetzt ist er stolz auf uns. Zack. Wenn wir da drum. Ah, Keeper hat ihn. Schade. Da kommt er jetzt aber nicht hin, oder? Nee, muss er auch nicht hin. Ob er da hinkommt, weiß ich auch nicht. Lattentreffer. Ey, das sieht echt komisch aus, wenn da so zwei so Banden sind, zwei solche Dinger sind, da kommst du ja gar nicht vorbei. So wirklich. Wir probieren es jetzt einfach mal gerade mit dem Schuss. Okay. Die Fortgeschrittenen sind schon schwieriger, ja. Aber nicht wegen am Torwart, sondern einfach nur, weil die Bande, eher gesagt, die Mauer kleiner ist. Finde ich es irgendwie schwieriger, wenn die Mauer immer kleiner wird. Ja, ist für mich nicht so stark, aber trotzdem. AC nur noch. Wir werden ja immer schlechter, du, im zweiten Training. So, Social Media mal wieder reinschauen. Unsere Mutter hat geschrieben, du bist in der Startelf und da gehörst du auch hin. Lass es krachen, Junge. Ich lasse es jetzt krachen im nächsten Spiel. Keine Ahnung, wer es ist. Das werden wir dann noch sehen. Schön, dass Mr. Alex Hunter von Beginn an ran darf. Ich glaube, Williams und er werden vorn für Furore sorgen. Ja, das werden wir. Das werden wir ganz sicher
gegen Burnley. Der zweite gegen den 13. Ja, wir haben uns einen Platz verbessert. Der Gegner hat uns einen Platz verbessert. Wir vorhin waren mal Dritter gegen 14. Jetzt sind Zweiter gegen 13. Okay, Adam. Hui! Normal. Ei, was macht der denn da? Wo haut denn der den Ball hin? Da ist er ihm komplett über den Schlappen gerutscht, du. Schön. Durchgesteckt zu Williams. Williams! Mei, Danny. Meine Güte. Den musst du eigentlich reinmachen, mein Freund. Mit einer 76er Gesamtbewertung. Komm, Alex. Alex macht es stark. Starke Bewegung. Es hat so schön bewegt und dann... der Abschluss war einfach scheiße. Mit dem schwachen Linken. Schön abgelegt. Jetzt ist er drin. Alex Hunter. Endlich abgefälscht. Und dann ist er drin. Glücklich. Aber trotzdem. Da. Zack. Den Verteidiger nichts zu halten. Für den gegnerischen Keeper. Na, ist ein bisschen traurig. Aber es zählt als Tor für einen Mann wie Alex Hunter. Okay, Spiel ist aus. 1-0. Ja, es bleibt beim 1-0. Aber wir müssen einfach stärker nach vorne spielen. Ja. Statt dem Gegner den Ball zu geben. Okay, ich muss aufpassen. Okay. Mach ich schon. Ist es der Richards? Ich weiß es gar nicht, ob es der Richards ist. Ja. Der mal als Rechtsverteidiger gespielt hat, jetzt Innenverteidiger ist, weiß ich gerade gar nicht. Aber naja. Schauen wir weiter. Was a team sport and I had some outstanding support today. I'm just lucky to play with such a great talented team. But I'm definitely enjoying the moment. Congratulations, Alex. It was your goal that decided it in the end. I think the goal is what the team deserved for our performance today. It was a tight game. We worked really hard for the winner, and it just happened to be me that put it away in the end. Your squad manages to bring an important win today. A word on clinching the victory. I've been working pretty hard in training and trying to keep focused on my job during the games. I feel it's been paying off. I did what I needed to do out there and helped us pick up the win. And that'll do, I think. Thanks, Alex. Ja, ich wollte ja auch noch fragen wollte, wie findet ihr das eigentlich, dass ich immer, wenn solche Interviews oder sowas kommen, die Fresse halte und einfach nur auswähle? Wie findet ihr das besser oder soll ich auch dazu was dazu kommentieren? Schreibt mir das einfach mal auch in die Kommentare, wenn ihr bis hierher geschaut habt, was sowieso so wenig irgendwie tun, keine Ahnung warum. Aber da ja. Schauen wir mal. Was gibt's als nächstes? Dribblingstraining. Today we work hard to achieve our best selves. This improvement starts with the training. With the hard work and effort we can accomplish this. Ja, wir können in unserer Topform arbeiten. Das sollten wir schaffen. Alexander ist sowieso noch nicht in seiner. Gerade noch nicht in Topform. Finde ich jetzt. Also, schauen wir mal. Was wir heute so hinbekommen. Okay, das hatten wir schon vorhin. Ja, und das werde ich jetzt einfach mal
rausschneiden und dann euch zeigen das Ergebnis. Ja, nicht so gute Leistung gerade, aber naja, es geht. Durchsetzen hatten wir noch gar nicht bis jetzt. Deswegen sollten wir das irgendwie schon hinbekommen. Ja, jetzt gehen zwei, aber immer einer läuft nur an. Das ist eigentlich immer das Gute dran, dass immer nur einer anläuft. Außer wenn wir halt bei den einen da zu nah dran kommen, da macht irgendwas. Sonst immer nur einer. Ja, das ist eigentlich voll die chillige Durchsetzungseinheit. Ja. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Wir sollten immer kurz warten. Hier auf außen kurz vorbeilaufen. Zack. Also wirklich durchsetzen tut man sich da sowieso nicht. Man läuft ja eher so. Da so zack, zack, zack. Hier so an denen immer vorbei. Das war jetzt knapp. So, zack. Ach, schade, hätte fast geklappt. Ich will mal was ausprobieren. Schauen wir, ob es geht. Bam, Alter. Einfach mal noch Gotcha probieren. Ja, warum auch nicht, ne? Wenn man die Leistung sowieso schon geschafft hat, dann kann man schon mal ein bisschen probieren zu skillen. Aber sonst halt gar nicht. Okay, wir schauen nochmal in Social Media rein. Was haben sie denn hier? Erst in Villa 1 für Mr. Alexander hat's drauf. Ich mag den Typen. Gutes Ergebnis heute. 1-0 gegen Bornsley. Mr. Alexander macht sich in der Championship schön. Der wird immer unsympathischer. Der Gareth Walker. Weil wenn man zwischen den Zeilen liest, dann macht er uns damit fertig mit diesen Zeilen, ja? Sagt er mal, ja, er ist besser und so weiter, ja? Naja. Tor Alexander, 17 Jahre alt. Jawohl. Ha? Ist nicht schlecht, mit 17 so gut zu spielen. Ja, aber in der nächsten Folge geht's gegen Ipswich ran. Achter gegen den zweiten. Wir sind Zweiter, die sind Achter. Ja, Cardiff ist hier Vierter. Ist das so ausgerade? Weil hier so Letzter eigentlich gerade. Ey, komm, es sind einfach 24 Plätze. Das ist endkrank. Ja, das ist einfach echt krank, so wie es Vereine wie es in England gibt, ey. Ja, im Pokal müssen wir. Ah, ne, wir sind rausgeflogen. Boah. Naja. Wo sind wir eigentlich? Wir sind da gar nicht mal mehr dabei. Das ist der FL Cup. Okay. Naja. Dann würde ich jetzt echt mal sagen, Leute, lasst eine positive Wertung da. Lasst ein Abo da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, für mehr FIFA 17 Stuff. Ja, morgen kommt dann die Karriere. Ja. Full Draft werde ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht mehr so oft bringen wie in den letzten Tagen. Weil jetzt hat. Muss ich dafür mal 50 Coins zahlen, 15.000 Coins zahlen. Ja, und in der 5 Wochen lang hatte ich, die Footdraft Tokens. Die, was ich durch meine Vorbesteller-Bonus gekriegt habe. Und dann würde ich auch sagen, Leute, jetzt wirklich, haut rein, bis nächstes Mal und ciao! Was für ein Schlag von Thomas Müller? What the fuck?